endlich das richtige Tor gefunden. Und dann gehen wir doch mal durch. Was erwartet uns jetzt? Das letzte war eine Reise auf dem Rücken des Löwens. Und dann in einem endlos tiefen Dungeon mit Jump'n'Run und Hindernisparcours. Und jetzt erwartet uns. She traveled a very long path. It felt like she was traveling to the other end of the world. Nafisi sensed some things missing from her vision. She needed to collect more orbs so that she could see more clearly. Dann wollen wir ihr neue Orbs geben, damit sie klarer sehen kann. Dieser Winterlandschaft, das erinnert halt ja, an Nephais, da war ja auch diese Winterlandschaft. Mal sehen, wie schnell wir die Orbs hier finden. Bisher haben wir nur einen gefunden. Auch hier ist es wieder meiner Meinung nach zu sehr unnötig weitläufig. Ich glaube, die Entwickler haben alles wirklich immer zu sehr weitläufig gemacht und diese Rätsel ein bisschen, also diese Hindernisparcours auch vorhin in der vorigen Folge so ein bisschen überstrapaziert. So nach einem denkt man sich, ja cool, ist mal ein Hindernis. Nach zweiten denkt man sich, ja cool, es wiederholt sich. Nach dem dritten Mal denkt man sich, ist auch mal gut. Und nach dem zehnten Mal denkt man einfach, ist jetzt auch echt mal gut, Leute. Ist jetzt echt einfach nur noch nervig. Das machen die Entwickler leider auch hier wieder, finde ich. Die Laufpassagen sind immer ein bisschen zu weit. Die Hindernisse sind immer ein bisschen zu viel. Es könnte alles ein Drittel weniger sein. Drittel halt weniger. Nicht die Hälfte weniger, sondern ein Drittel. Das wäre schon angenehmer. Weil man erlebt ja hier, sag ich mal, ja nichts Krasses, dass du jetzt sagst, oh Mann, oh, jetzt habe ich das ja nicht gesehen, weil ich bin da nicht hingerannt oder so. Hat man ja hier gar nicht. Das passiert ja hier nichts. Ich wollte jetzt hier auch nochmal schauen. Weiß nicht, ob man hier hoch kann. Da sollte man, glaube ich, nicht. Das sieht mir nicht ganz gesund aus. Und hier. Naja. Kommen wir mal weiter am Weltenrand entlang. Auf hier immer ganz gerne am Rand der Welt entlang, weil so kann man die Welt besser ablaufen, wie ich finde. Hinten ist der nächste Orb. Auch ein bisschen sehr, sehr weit auseinander verstreut. Aber auch hier hat es die Idee mit dem Radar aus Nephais Beginns nicht reingeschafft. Ich glaube, ich werde die ganze Reihe, wenn ich das auf YouTube dann hochlade, einfach nur Nephais nennen und dann die Folge dann jeweils von dem Teil dann. Aber dass ich dann das alles in einer Playliste packe, weil ich glaube, das macht keinen Sinn, das hier mehrere Playlisten zu unterteilen, das macht wirklich keinen Sinn. Und ich denke mal, wenn jemand Nephais gucken will, dann weiß er, there was still much that Nafisi did not understand about the orbs. She knew that they gave her powers, the power to heal, to be stronger, to see better. And upon occasion, the power to kill with a single touch.
Her father had taken her on many a stag-hunting trip when he was young, and had taught her many wise things about the nature of power. It was not something to be abused, he said. Use your powers for good whenever possible. Do not kill, unless you must. In the years since his death, she had tried her best to live by these very words. Ja, bisher töten wir eigentlich nichts, außer wir berühren wieder irgendwie aus Versehen eine Harpie oder einen Mann, der dann umfällt am Ende, aber ja. Töten kann man das sonst in diesem Spiel hier nicht nennen. Wenn wir jetzt hier keine aktive Attacke auf etwas machen. So, zwei weitere Orbs, da das hier aber so extrem verwinkelt und weitläufig ist. Glaube ich, dass die letzten zwei Orbs ein bisschen nervig sein können zu finden. Das ist mir wirklich ein bisschen zu weitläufig. Okay, hier sind wir reingekommen. Da muss ich jetzt mal im mittleren Teil so ein bisschen gucken. Aber auch hier muss ich halt wieder sagen, es ist halt schon wieder, ja, auch wieder ein Ticken zu viel mit der Größe, wie man jetzt die Orbs hier absuchen muss. Das ist halt immer schade eigentlich. Sonst wäre es halt wirklich das, was die Entwickler ja wollten. Ein kleines, niedliches Spiel für zwischendurch mal einfach zum Entspannen. Aber wenn man dann doch immer so weit laufen muss und genauestens gucken muss, dass man nichts übersieht oder so. Also da war bisher Nephi's Begins meiner Meinung nach bisher das Beste von dem, von der Struktur hier, sage ich mal. Weil die Pilze hatten wir da schon relativ leicht gefunden. Es war alles nicht so groß. Die Rätsel waren einfach simpel, ohne groß nachzudenken. Eigentlich alles easy. Jetzt? Achso. Skeleton Key Errungenschaft. Ha? Ach so. Wir sterben dann instant. Ich dachte, ich könnte sie kaputt machen. The next statue had to be somewhere inside this house. The only question was, where? Aber das Haus ist so riesig. Es wirkte von draußen gar nicht so groß. Das war halt das Haus, was sie aus Nephi's genommen hatten. Gleiche Textur. Aber von innen hier eigentlich ganz cool gemacht. Optisch. Ich kann nicht sprinten, ich kann nicht springen. Es ist also hier etwas langsamer. Schlüssel. Der Schlüssel passt. Ich habe ja bisher nicht mal eine Tür gesehen, wo sie sagte, ah, da brauchen wir aber einen Key. Okay, hier fehlt irgendwie das Geländer. Aber schlampig hier, hätte man das so abrunden können. Unerhört. Hinter ist auch nichts.
sehen uns auch nicht selber im Spiegel. Können wir das jetzt hier vielleicht öffnen? Ah. Was? Richtigen Winkel das Ganze betrachten. Für mich sah das jetzt hier eigentlich schon richtig aus. Macht ja gar keinen Sinn. Verstehe es nicht ganz. Was ich falsch mache. Ich kann mit den Dingern auch nicht interagieren oder so. Hä? Okay. Naja. Auf jeden Fall gab es eine Errungenschaft dafür. So, die nächste Statue ist da und dann können wir hier wieder raus. She found her way back to the pedestals and was eager to place the fourth one in its rightful place. All that remained then was to face all the statues in the same correct direction and the final gate would open. Ah, jetzt müssen wir wieder die Statuen richtig drehen, damit sich das richtige Gate öffnet. Müssen die alle zu dem Engel da hinten schauen? Also ich habe ja momentan gar keinen Anhaltspunkt, wohin die überhaupt gucken müssten. Müssen erstmal sowieso schauen, wo wir unsere Statue hier anbringen. Da vorne, würde ich sagen. Man könnte jetzt auch sagen, alle gucken in die gleiche Richtung. Versuchen wir mal das. Wenn man gar keinen Anhaltspunkt hat. Und es fehlt noch die letzte. Vorne ist sie. Öffnet sich das Gate. Das Tor ist offen und weiter geht die Reise. This is the way. Step inside Errungenschaft. Gut, das war jetzt im Vergleich zu Defies dem ersten Teil kinderleichtes Rätsel. Wir rennen uns zurück mit dieser Statue, die der andere in den Rücken kehrt, beziehungsweise in die andere Richtung schaut und so weiter und so fort. Da lag ich ja schon weitestgehend richtig am Ende. Es fehlte nur diese, ja, dass sie sie nicht anschaut, sondern dass sie wegguckt von ihr. Es ist halt immer auch ein Thema, wie das dann im Deutschen übersetzt ist. Ja.
Trotzdem war es halt nicht gut gelöst, muss man sagen. Okay. Einen goldenen Palast, so sieht es hier zumindest aus. Es leuchtet hier irgendwie so golden rein, auch wenn hier kein pures Gold ist. Ein gelbes Licht überall. Hier können wir wohl noch nicht lang. Also jedes Mal laufe ich direkt den falschen Weg. Und auch erstmal können. Ein Hack and Slay This Rollenspiel ist place was das teeming Lieb. with blind skeletons. The mere fact of touching them would mean death to Nafisi. She was understandably afraid of them. No, I wasn't. Oh, yes, she was. She had heard of this place, though. Legend had it that if all six of the torches were lit, a secret passage would appear. But she had to be careful. Fackeln anmachen, los geht's. Zwei Stück sind schon an. Okay. Okay. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Wir wissen auch zufälligerweise schon, wo der Geheimgang ist. Weil wir da direkt als erstes hingelaufen sind. Direkt zum falschen Weg. Einmal hier lang. Nicht? Ich dachte, das wäre. Aber, okay. Großkotzig wollte ich sein und sagen, oh, ich weiß direkt, wo der Weg ist, bla bla. Da ist es aufgegangen. Okay. Okay, ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Wunderbar, wunderbar. Oh. Hehe. Ciao. So, die nächste Folge. Gib mal eben einen Schluck. Auch nicht, dass das jetzt noch sehr viel passieren wird in dem Spiel, wenn ich ehrlich bin, aber wer weiß. The Oh, der dragon Drache. saw the orbs that Nafisi carried and willingly offered her a ride back home. The experience was a joyous one. Riding upon such a winged beast was every bit as breathtaking as Lula had promised. And now Nafisi too had a story to tell. Was it a dream or a memory? She did not know, but she let it begin once upon a time. Okay. Ja, ich glaube, dann werde ich das Ende hiervon nochmal in der letzten Folge mit dranhängen. Das ist ja jetzt Quatsch. Ich dachte, es passiert da irgendwas Großes. Es kommt hier was ganz Besonderes, aber. Ja, wir fliegen auf den Drachen davon. Und im nächsten Teil ist Nephais die Drachenkämpferin.
Oder Nifisi, wie sie genannt wird. Danke fürs Spielen. Ja. Wie gesagt, ein schönes kleines Game für zwischendurch. Nefais, der erste Teil hat mir nicht so sehr gefallen. Nefais Begins war wirklich ein kleines, süßes Spiel für zwischendurch. Das hier kam auch schon wieder so ran. Ja. Wie gesagt, keine große Highlight-Reihe, ein kleines, süßes Game für zwischendurch. Ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zusehen. Lasst auch gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt gerne mal, was ihr von der Reihe haltet. Es ist halt nichts Großes, erwartet keine Highlights, aber wenn ihr es bis hierhin geguckt habt, wisst ihr ja, was ich damit meine. Es ist einfach nur was Kleines für zwischendurch. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Lasst auch gerne ein Abo da. Schaut gerne auf meinen Twitch-Live-Kanal vorbei. Unten in der Beschreibung ist der Link. Dann seid ihr auch hier im Stream dabei. Geht raus, bedanke mich fürs Zusehen und sagt bis dahin.